Meine Damen und Herren, das ist Volksinteraktiv heute mit tollen Gästen aus der Weststeiermark. Die Familie Krenl hat sich eingefunden, hat schon einen tollen Vormittag verbracht in Laibach. Dem einen oder anderen ist es ein bisschen heiß geworden, das macht aber nichts. Also schön, dass wir jetzt da alle zusammengekommen sind. Und wenn man da jetzt einmal rauf sieht, dann sagt man, um Gottes Willen ist das schön. Das alles gibt es auch in Södingberg, Geisdorf zu bewundern. Jetzt zur Frage von vorher. Was ist das Besondere in dieser Ortschaft? Södingberg, Geisdorf. Lieber Fredl, ja, muss ich schnell reden, dass ich alles durchbringe. Ja, bitte. The stage is yours. Das Besondere eigentlich ist gar nicht. Wir haben ein familiäres Verhältnis rundherum. Jeder kennt jeden. Zwei Gemeinden, die jetzt eins sind, oder? Seit 2015 wurde Geisdorf mit Södingberg fusioniert oder umgekehrt Södingberg mit Geisdorf, dass keiner böse ist. Sind mittlerweile, ich glaube, bei den 2600 Einwohner, ist nicht mehr so klar. Es gibt zwei Kindergärten, zwei Volksschulen, zwei Feuerwehren, ein wunderschönes Freibad haben wir wieder, was sehr gut geht. Sehr belebt ist wieder. Sehr belebt ist. Dann möchte ich dem Prosa Markus danken, dass er sich sehr bemüht für das Freibad. Wird gerne angenommen, auch für die Kinder. Dann haben wir ein Römermuseum. Den Jakobsweg haben wir, den westscheidischen Jakobsweg, der führt über Geisdorf. Wirklich? Da geht von Dallweg über Geisdorf, St. Pogratzen, kann man den Jakobsweg gehen, Richtung Kärnten. Okay. Da ist ja die Jakobskirche in Geisdorf, ist sehr bekannt auch. Dann, ja, was viele nicht wissen, wir haben in Geisdorf die Mutter, der Conchita Wurst. Das habe ich. Da gibt es der eine sagt Kummernuss, der andere sagt Kümmernis. Die ist beherbergt im alten Gasthaus Kohlmann, das von der Gemeinde gekauft wurde. Wird mittlerweile vom Kulturverein, der sich sehr bemüht, umgebaut, um eben das wieder zugänglich zu machen. Und wie gesagt, die viele kennen, die sage ich nicht, die Conchita Wurst, die wollte ich nicht heiraten. Hat an Jesus gebetet, sie möge irgendwas verändern, dass sie nicht heiraten muss. Und der hat ihr an Bord wachsen lassen. Und aus Zorn hat der Vater sie dann eben aufs Kreuz genagelt. Und da gibt es jetzt eine Furt und Furt. Und das ist halt die Vorgängerin von der Conchita Wurst. Also die kleine oder die große Schwester sozusagen. Ja, so ist jetzt im Prinzip dann Geisdorf richtig berühmt. Wenn man einen wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst. Also wie gesagt, ist wirklich ein wunderschönes Almdorf. Wie schon gesagt, am Fuße der Kleinalbe zum Wandern hervorragend. Auch Motorradstrecke, fahren sehr viele Motorräder durch. Stimmt, ja. Bei uns in Södingberg, was man sieht bei den Bildern, hat die Frau einen Blumengarten. Das ist bei euch zu Hause? Das ist bei uns zu Hause, ja. Wahnsinn. Die wird sie hackt und pflegt. Ja, Fläche in Geisdorf allein sind 3641 Hektar. Also von der Fläche her ist es wirklich sehr groß. Aber wie gesagt, das ist halt ganz ortschaftlich, was das so einmalig macht. Das kennt ja jeder an jeden, das hilft ja jeder an jeden, wie es auch halt sein soll. Ne? So halten eben die Leute noch zusammen in den kleineren Dörfern. Und jetzt darf ich mal die Janine begrüßen, das ist die Tochter. Die Tochter ist wahrscheinlich jetzt auch eine Blumenliebhaberin, nehme ich an, oder bei so vielen Blumen. Jetzt fragen wir gleich mal, Frauenthema, Blumen, es riecht gut, es schmeckt gut, es sieht gut aus. Wird das alles von dir und deiner Mama gepflegt und gehegt? Ja, mehr oder weniger. Also der Papa hilft da natürlich auch schon mit, also mit seinen Teichen und ein paar Fische drinnen und ja. Also es ist eine familiäre Angelegenheit. Ja, das auf jeden Fall. Wunderbar. Es sieht super aus. Also man könnte fast glauben, man ist da bei einer Floristenfamilie gelandet. So wunderbar glänzt und ist das Ganze geschmückt. Aber nicht nur. Über Blumen wird bei euch sehr viel gesprochen und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, sondern über die Musik. Du bist ja auch sehr musikbegeistert, bist schon das ein oder andere Mal auf großen Bühnen gestanden, hörst dir gerne Kollegen an. Jetzt erklär mir ganz schnell, wie bist du zur Musik gekommen, vor allem zur Schlagermusik, Volkstümlichmusik. Wie hat dich der Weg dorthin geführt? Ja, also ich bin ja auch Musikschule gegangen in Stallhofen. Und ja, da kommt man mal ins Chor singen und dann kommt man drauf, ja, das taugt dann. Und dann macht man immer weiter, und weil daheim halt auch immer der Radio läuft und dann... Da kommt man nicht vorbei dran, ja, stimmt. Genau, ja, und da laufen halt auch immer die ganzen Oldies und die Klassiker und die Schlager und es taugt mir schon, weil das ist halt einfach, es ist was, das jeder kennt, wo jeder mitsingen kann und das ist eigentlich das, was mich so daran
fesselt. Ja, es ist auch aber was Wunderschönes. Vor allem, man muss sagen, die Jugend findet auch wieder jetzt den Weg zu dieser musikalischen Art. Und wir haben uns vor ein paar Monaten getroffen. Auf der Bühne, abseits der Bühne, sind wir da ein bisschen zum Reden gekommen. Du möchtest ja auch einmal diesen Weg, wenn es irgendwie möglich ist, einschlagen, oder? Als Moderatorin, als Sängerin, wenn sich das ergibt, bist du jederzeit für alle zu haben. Ja, sicher, sehr gerne. Also meine Damen und Herren, merken Sie sich dieses Gesicht, merken Sie sich diese Gesichter, denn da kommen wir jetzt wieder zurück. Am 23. seid ihr natürlich stark vertreten. Musikalisch dürfen wir jetzt schon verraten, wirst du so richtig einheizen, denn jetzt hilft's mir beide. Ich glaube, nach dem Weltrekordversuch, wenn dann schon langsam die Party beginnt, gibt es auch noch eine eigens angelegte Diskothek. Genau, ja. Genau. Also das ist gleich gegenüber von der Halle. Das ist so eine kleine Garage ist es eigentlich und da wird eine Bar drinnen eingerichtet und eine große Musikanlage natürlich, alles mit Lichter. Und ich glaube, das wird ganz klar, dass sie die Musik für ihr dann spielen. Und natürlich nicht nur Schlager, sondern auch Moderneres, aber es ist alles bunt gemischt. Also ich glaube, es ist dort wirklich für jeden was dabei. Also für die Jugend sozusagen hergerichtet das Ganze. Frau, weil der jetzt den Papa höchstpersönlich, es ist, jetzt blicken wir auf, es sind noch zwei, nicht einmal zwei Monate mehr, wenn man so nimmt. Gell? Wir sind schon wieder im August gelandet. Schön langsam kommt das Kribbeln. Auch im Hause Krendl oder ist noch weit bis dorthin? Ja, die Nächte sind schon ohne Schlaf, warm oder kurz? Ohne Schlaf mehr. Also wir stehen schon mehr im Bett als wir sonst was, aber wir liegen nicht schlecht im Plan. Es kommen jetzt die Eintrittskarten, die Flyer werden austeilt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich an den Ingenieur Johann Haarer zur Bereitstellung der Grundstücke für Parkplätze. Ganz wichtig natürlich auch. Ja. Ganz wichtig auch ein herzliches Dankeschön den Sägewerk und Transporte Kohlmann, der auch zur Verfügung stellt. Der hat uns auch ermöglicht, dass wir einen wunderschönen Scania-LKW zur Verfügung gestellt kriegen. Also in diesem Bereich gibt es dann Traktoren mit 500 PS, LKWs mit 500-600 PS. Ja, der Sohn vom Kohlmann, der hat voriges Jahr als Vorgruppe gespielt, der Julius Kohlmann mit seiner Gruppe. Julian. Um Gottes Willen. Julian, bitte um Entschuldigung. Der Julian Kohlmann mit seiner Gruppe, endlich Montag, ist irrsinnig gut angekommen und da sind wir auch stolz drauf, dass wir jedes Jahr also Musiker aus der Region auch präsentieren können. Super, sprichst du ein ganz gutes Thema an, ja? Aber ich will dich nicht unterbrechen. Mach nur fertig deine Liste. Wie gesagt, ist gut angekommen und das möchten wir auch weiterhin beibehalten, dass junge Musiker die Chance haben vor einem großen Publikum, was hoffentlich auch heuer wieder der Fall ist, dass recht viele vorbeischauen und die halt ein bisschen feiern. Ne? Eben, und junge Musikanten brauchen große Bühnen, damit sie auch wachsen können. Das ist ja immer wieder ganz, ganz schwierig. Und da seid ihr wirklich, und das darf ich sagen, ganz, ganz große Förderer. Ich meine, unter uns gesagt, sie sind da mit dabei. Die Kaiser, Oliver Heid, die kennen die große Bühne. Aber die Kleinen, die müssen auf die große Bühne kommen. Und das wird ermöglicht heuer für hinsichtlich die Lexenburm. Das ist jetzt eine Formation. Kannst du uns erklären, wer sind die Lexenburm, was machen die Lexenburm und woher sind sie? Ganz schnell. Die Lexenburm sind drei junge Buben. Das ist der Martin, der David und der Markus. Okay. Und ja, die haben sich jetzt zusammengefunden. Das, ich glaube, Musik ist einfach so eine Leidenschaft. Ja. Und sie spielen die Nordhorn, Harmonika und Trompete. Okay. Und die sind halt aus unserer Heimat, also aus unserer Gegend. Direkt und aus Geisdorf. Södingberg-Geisdorf. Genau, ja. Wunderbar, also ein Heimspiel für die Jungs, die dort mit dabei sein werden. Und stellt euch vor, meine Damen und Herren, natürlich, Sie zu Hause werden das auch gleich sehen, wir haben von denen eine Videobotschaft. Normal bekommt man das nur vom Bundespräsidenten oder sonstiges, aber wir haben von denen eine Videobotschaft bekommen, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Liebe Regie, wir spielen das und ich würde sagen, das passt gut dazu. Oliver Heid, der große Star beim heurigen kaiserlichen Fest, der spielt und singt uns auch eines auf. Dann sind wir wieder zurück. Es gibt dann auch noch eine große Überraschung. Wollen wir schon mehr darüber verraten? Na, jetzt schauen wir uns einmal die Lexenburm an und den Oliver Heid und dann sind wir wieder zurück. Sie bleiben hoffentlich dran. Regie, bitteschön. Gott, bitte nun. Wir, die junge Lexenburm, würden uns freuen, euch am 23. September in Geisdal begrüßen zu dürfen. Dort findet am Tag der Weltrekordversuch statt mit 100.000 PS und am Abend werden die junge Lexenburm und die Kaiser beim kaiserlichen Fest. Wir freuen uns auf euer Kommen. Do 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 do
damals verließ, war mir nicht klar, was das hieß. Hab's bis heute tief bereut. Immer im Herzen dein Bild, nie war die Sehnsucht gestillt, frei zu sein. Heißt allein in deinen Augen kann ich's deutlich sehen. Dir geht's genauso, lass uns dazu stehen. Mein Herz schlägt dam, 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 spürst du es immer noch? Dam, 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 ewig und immer noch. Dam, 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 Herzklopfen, wenn wir uns sehen. Mein Herz schlägt dam, 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 jetzt und für alle Zeit. Dam, 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 ewig und himmelweit. Dam, 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 lass uns gemeinsam gehen. Was ich auch denke und tu, nichts ist so wichtig wie du. Und ich halt dich fest, wenn du mich lässt. Nur du kannst geben, was mein Herz verlangt. Mein ganzes Leben liegt in deiner Hand. Mein Herz schlägt dam, 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 spürst du es immer noch? Dam, 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 ewig und immer noch. Dam, 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 Herzklopfen, wenn wir uns sehen. Mein Herz schlägt dam, 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 jetzt und für alle Zeit. Dam, 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 ewig und himmelweit. Dam, 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 lass uns gemeinsam gehen. Mein Herz schlägt dam, 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 spürst du es immer noch? Dam, 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 ewig und immer noch. Dam, 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 Herzklopfen, wenn wir uns sehen. Mein Herz schlägt dam, 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 jetzt und für alle Zeit. Dam, 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 ewig und himmelweit. Dam, 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 lass uns gemeinsam gehen. Du, 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 du. Genau so wird er dann auch am 23. sein Bestes auf der Bühne geben. Oliver Heid, kennt ihr auch schon lange, oder? Oliver Heid ist ja schon lange ja, im Geschäft. Ja, wir haben den Oliver Heid schon vor 10 Jahren in Geistel gehabt. Wahnsinn. Der war dort schon begeistert von der Halle. Dann haben wir ihn bei uns draußen schon mal gehabt, 2 Mal. Also, ist ein toller Bursche, macht sein Geschäft gut und kommt bei den Leuten gut an. Ist richtig. Muss sagen, er gefällt uns gut. Ja, er macht das, was er macht, macht dazu 110%, genau so ist es. Was wir auch vielleicht nicht vergessen dürfen, junge Nachwuchskünstler, Akustikfeier mittlerweile. Haben wir erst am Samstag und Sonntag bei uns im Programm gesehen. Haben wir live gesehen im Volkstv. Habt ihr euch angeschaut? Ja, wunderbar, wunderbar. Die Dings hat ein bisschen Schleichwerbung gemacht für uns schon, dass sie am 23. auch beim Fest dabei sind. Wir freuen uns dort auch. Nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Ohrenschmaus, die drei hübschen Mädels. Also, meine Damen und Herren, Sie wissen, Akustikfeier, das sind die drei hübschen. Du hast eigentlich alles gesagt, ja? Die modernen Gesang ein bisschen vereinbaren mit eigens interpretierten Themen. Ich glaube, sie schreiben auch selber Lieder, gell? Das war ja, ein selbstgeschriebenes ja, genau, Lied. Die Carina, glaube ich, macht das. Mhm. Die schreiben selber die Lieder. Das ist auch unser
Sinn, dass wir ein bisschen was Gemischtes haben, nicht nur ein Sporten. Wie gesagt, die Kaiser sind, da kommen wir dann eh noch dazu, relativ in Kärnten, sehr bekannt. Ja, bei uns natürlich auch. Bei uns auch. Der Oliver Heidt, ne? Vorher gesagt, haben wir die Weizstars gehabt, was natürlich ein Hammer war. Legenden. Und wir hoffen, dass wir das heuer eben noch toppen können, eben mit Musikanten aus der Heimat, die jungen Lexenburm und Akustikfeier. Heißt, wir haben dann im Endeffekt 4 Künstler auf der Hauptbühne, oder? Die Lexenburm, Akustikfeier, genau. Und die 2 großen Stars, Oliver Heidt, genau. Und eben die Kaiser aus Kärnten. Wobei die Kaiser bekannt sind, die spielen 4 Stunden nonstop durch. Also da gibt's auch dort? Auch dort, auch bei uns. Da gibt es keine Tanzpause. Charlie, da musst du arbeiten. Nein, Spaß beiseite. Also der Charlie ist ja bei uns so bekannt wie der Papst in Rom. Also der war schon sehr oft da und er schwärmt von seinen Kaiserfans. Er schwärmt aber nicht nur in Kärnten von diesen Fans, sondern er sagt, vor allem in der Steiermark, wächst diese Kaiserfamilie, die Fanfamilie immer mehr. Und ich glaube, vor allem bei euch, dann wird es wieder wahrscheinlich heißen, 1-2 Busse kommen sicher mit, oder? Ja, das hoffen wir stark. Ja. Wir würden uns irrsinnig freuen. Es ist immer eine lustige Truppe, die Stimmung machen. Also die haben voriges Jahr die Halle so richtig zum Kochen gebracht. Also ein Wahnsinn. Ich sage, da kriegt man Gänsehaut, wenn man das Video anschaut von voriges Jahr. Super. Wie die Kaiser einmarschiert sind. Also wir hoffen, dass wir das heuer noch toppen können. Und mit vielen, vielen Besuchern eben. Und genauso seid ihr wahrscheinlich auch auf diesen Namen gekommen, oder? Durch die Kaiser auf das kaiserliche Fest. Genau, also da möchte ich mal Danke sagen an den Center Volks-TV, weil durch Volks-TV sind wir eigentlich zu den Kaiser gekommen. Wahnsinn. Die habe ich das erste Mal gesehen, die hat mir gefallen. Der Gesang, der Sänger ist sehr auffordernd, die Stimme und der Dialekt. Und da habe ich mal gegoogelt, wo kommen die her? Jetzt habe ich gesehen, aha, von Kärnten. Habe ich gesagt, probieren wir es einmal, schreiben wir es an, ob sie Zeit haben. Bei uns hat natürlich jeder geschrien, die kennen wir nicht, das wüsste mich nicht. Dann habe ich Videos vorgespielt bei uns im Club und da hat das in Lauf genommen und mittlerweile, also bis der Hofen kennen sie so. Oft muss man auch etwas riskieren, um etwas gewinnen zu können. Das ist ganz wichtig. Und jetzt wenden wir das ganze Blatt. Wir stellen uns vor, es ist das kaiserliche Fest, wunderbar vorübergegangen, es wird kalt. Kann man sich heute schwer vorstellen. Da gibt er gleich das Mikrofon weiter, sehr gut. Und dann gibt es, liebe Regie, und jetzt schauen wir mal darauf. Es gibt, im Winter gibt es viele Highlights bei uns in der Weststeiermark. Beginnt bei den vielen Christkindlmärkten, bei den vielen Krippenspielen, Weihnachtskonzerten. Es gibt vieles. Aber das gibt es nur einmal. Und das ist jetzt, meine Damen und Herren, ein absolutes Highlight, was Weihnachten bei uns in der Weststeiermark betrifft. Da kommen wir zu euch nach Hause. Und ihr werdet mir das gleich erklären. Irgendwann seid ihr auf den Geschmack gekommen. Es ist so schön zu Weihnachten, wenn etwas leuchtet. Mittlerweile erstrahlt es aber. Wie seid ihr auf das gekommen? Wer hat die Idee gehabt, lass uns ein bisschen mehr machen wie die anderen? Ja, meine Mama eigentlich. Der Mann. Er bastelt immer gerne umeinander und das gefällt ihm, der Lichterschein und das Ganze. Ne? Aber das ist ja wirklich von Jahr zu Jahr jetzt mehr geworden. Auch natürlich die Aufmerksamkeit der Medien. Ich glaube, letztes Jahr ein großer Bericht bei ORF Steiermark drin gewesen. Dann am nächsten Tag war das schon fast wie ein Ansturm, der da auf euch reingebrast ist. Es ist wunderschön. Wie viele Stunden Arbeit verlangt das Ganze? Oder wird es von Jahr zu Jahr leichter? Ja, es sind schon viele Stunden drinnen. Man muss schon lange vorher anfangen, aber damit es alles fertig wird. Wahnsinn. Wann beginnt man da? Wann beginnen diese Vorarbeiten, Vorbereitungen? Oder sind die eigentlich, werden die nie abgeschlossen? Sind die jeden Tag im Gange? Ja, geplant wird es eigentlich das ganze Jahr, weil meine Frau sagt schon immer, geh nicht aus ins Freie, weil du kommst wieder mit einem Plätzchen zurück. Heiner. Wahnsinn. Also, wenn man sich das anschaut, das ist ein, meine Damen und Herren, es ist ein Einfamilienhaus, oder? Darf man das ausdrücken? Ja, das Clubgebäude. Das Clubgebäude und eben dort, wo ihr wohnt. Ein ehemaliges Gasthaus. Wahnsinn. Allein das. Das ist ein Adventkalender. Genau, also das war eigentlich der Anfang von dem ganzen Theater, auf Deutsch gesagt. Ja. Der hat 4x5 Meter. Die Bilder zum Adventkalender werden jedes Jahr oder fast jedes Jahr von der Volksschule Geisdal, Södingberg, von den Kindern gemalt. Ach so, okay. Also das heißt, wenn ein Türchen aufgeht, da gibt es ein Bild. Jeden Tag gibt es ein Bild. Genau, ist ein Bild drinnen, eben von Volksschülern der Volksschule Södingberg oder Geisdal. Und da ist dann halt immer weitergegangen und dann haben sie mal gesagt, du, da müssen wir was machen. Also es ist schön, die Leute bleiben stehen, wenn sie vorbeifahren und da sind eben die Bilder dazugekommen. Und dann haben wir gesagt, in unserem Aufwachsen hat sich das Christkindl gegeben, ich weiß nicht bei dir noch. Ja, weil so alt bin ich auch noch nicht aus. Also Jugend, Entschuldigung. Ja, es gibt eigentlich bei uns als Christkindl seit eh und je keinen Weihnachtsmann. Den trifft man eh bei jedem Einkaufsbummel, was man macht zu den Weihnachten, gleich zu Hunderten. Und wir haben gesagt, jetzt machen wir eben das Christkindl.
Und das hat mittlerweile auch schon den Namen, das Christkindlhaus. Das Christkindlhaus? Das Christkindlhaus ist schon bekannt. Voriges Jahr waren schon Gäste von ganz Steiermark da schauen. Ja, wirklich war, gell? War in Kärnten den Zeitungen, waren. Man sieht es immer wieder, wenn es Richtung 24. Dezember geht, ist das wirklich die höchste und schönste Einstimmung, was es da geben kann. Fragen wir natürlich die Dame, gibt es da ein eigenes Festl dann auch? Gibt es einen Tag, wo man sagt, kommt hin, schaut euch das an, es gibt einen Tee, einen Glühwein? Ja, wir machen immer Eröffnung, Licht okay. einschalten. Wirklich was? Das erste Mal. Wann findet das statt? Ende November schon? Oder? Meistens ist Ende November schon, okay. Das letzte Sonntag im da November. Da gibt auch traditionelles so Weisenbläser, Sänger. Ja, genau, ein bisschen lieber. Schön, schön. Akustikfeier war da mit dabei. Ja, ja. Gibt es für heuer schon einen Termin, damit sich die Volkstv-Zuseher das eintragen können? Das weiß ich nicht. Immer. Freitag im der letzte Freitag im November. Also meine Damen und Herren, merken Sie sich diesen Tag. Dort können Sie dann vorbeischauen und auf einmal wird es dann von dunkel richtig hell. Dieses Jahr um 20. Warte, gehen wir gleich das Mikrofon rüber, sonst können die Zuseher nicht zuhören. Dieses Jahr gibt es um 20.000 Leds mehr. Um 20.000 Leds Lichter? Genau, gibt es mehr. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt werden Sie zu Hause sagen, und das habe ich auch ja gemacht, brauche ich mir gar nicht rausnehmen, unglaublich, diese Familie muss wirklich viel Geld dafür sparen, damit man sich das Ganze leisten kann. Und jetzt wirst du sagen, hast du gedacht. Denn, genau. Dürfen wir ungefähr was verraten, es ist gar nicht so schlimm. Wenn man zwei Nächte durchzecht im Lokal, ist es mehr. Oh, ich kenne Leute, die bringen das in 3 Stunden. Also, meine Damen und Herren, nein, Sie stellen sich das vor, es ist so endlos teuer, aber das geht. Durch die LED-Technik ist das also von den Stromkosten her sehr überschaubar. Wir haben eine Zeit dazwischen gehängt. Also wir brauchen vom Einschalten bis zum Ausschalten am 6. Jänner nicht einmal 40 Euro. Das ist Wahnsinn, oder? Also ich habe gedacht, das braucht man an einem Tag, wenn nicht in einer Stunde. Nein, aber also 40 Euro, meine Damen und Herren, für alles. Alles, für was alles, da blinkt und leuchtet. Alles. Ja, das Christkindl dreht sich drauf, da haben wir so Feuerstellen drauf. Es ist alles also inklusive so erlegt. Ketten, der hat 200 LEDs, der hat 7,6 Wahnsinn. Watt. Also 200 Lampen mit 7,6 Watt. Dafür können wir noch ein bisschen was dazugeben. Unfassbar. Wie viele Lichterlein sind es dann in Summe? Ja, wenn das einer vorbeikommt, anzählen und genau die Summe erratet. Krieg einen Glühwein. Top, die Wette gilt. Da krieg ich einen Urlaub in der Karibik. Einen Urlaub in der Karibik, ja. Aufpassen, wir sind da live. Wenn aber sieht, ich schauen schätze, Sie sich werden, das an. Wenn jetzt die 9 dazukommen, werden es um die 30.000. Um die 30.000 Lichter. Und das, meine Damen und Herren, gibt es eben zu sehen in Södingberg. Jetzt müssen wir natürlich wieder den Umschwung irgendwie schaffen von Weihnachten zu diesem kaiserlichen Fest. Da spinnen sie nämlich auf die Kaiser. Und ich würde vorschlagen, wir machen es jetzt, oder? Wir machen es jetzt, wir haben ihnen etwas versprochen. Es gibt eine riesengroße Überraschung. Wenn Sie da dabei sein möchten bei diesem tollen Fest, wenn Sie die Familie Krendl kennenlernen möchten, viele tolle Autos begutachten wollen, eine tolle Stimmung dabei genießen dürfen, dann gibt es das alles am 23. September. Hilf mir, wenn ich was vergiss. Aber ich glaube, ja, das ist das Wichtigste, oder? Zuerst wird es laut, zuerst wird es spektakulär. Ja, wir suchen 100.000 PS im Dorf, ganz wichtig. Und dann am Abend, meine Damen und Herren, findet eben dieses kaiserliche Fest statt. Und ich bedanke mich bei euch. Ihr sagt's. Jeder, der jetzt Lust und Laune hat, kann es versuchen. Wir spielen 2 Musiktitel und wer uns anruft, der gewinnt 2 Eintrittskarten. Ganz genau, ja. 2 Eintrittskarten für dieses tolle Fest. Also, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, haben Sie Lust und Laune, nach Geisterl zu kommen, dann sind Sie jetzt an der Reihe. Wir hören uns Melodien an, die es dann ganz bestimmt gibt, denn die Kaiser spielen 4 Stunden auf und wir sehen uns gleich nochmals zum großen Finale. Bitte dranbleiben und vor allem sind jetzt die Daumen gedrückt. Wir möchten plaudern und plaudern und plaudern und die hören schon wieder zum Singen auf. Meine Damen und Herren, bitte, wenn Sie die Nummer haben, eingespeichert lassen. Es gibt eine ganz, ganz tolle Nachricht. Wir legen nochmals 2 Karten da drauf. Also, wenn Sie dabei sein möchten, jetzt nicht abschalten. Die letzten Minuten verbleiben uns jetzt noch einmal alles zu erwähnen, was wir vergessen haben. Janine, wir alle zusammen überlegen jetzt, haben wir etwas vergessen. Gibt es vielleicht irgendjemanden, der beim Festl noch tatkräftig mithilft, den man erwähnen sollte? Irgendein Verein, den Herrn Bürgermeister zum Beispiel, der aber vielleicht finanziell ein bisschen unterstützt? Oder gibt es noch jemanden? Ja, natürlich gibt es natürlich noch die Feuerwehr. Die Feuerwehr, um Gottes Willen. Ja, sicher. Die uns tatkräftig unterstützt, auch beim Einweisen von den Autos am ganzen Tag über. Und natürlich möchten wir uns ganz herzlich beim Herrn Bürgermeister bedanken und natürlich auch bei der Gemeinde in Geisterl und auch in Södingberg. Und haben wir diese
Liste haben wir fast nichts vergessen, gell? Ist ja eine Riesenliste. Facebook-Seite, das dürfen wir noch erwähnen für unsere jungen Fans auf Volkstv, die sagen, ich habe das nicht alles so ganz genau mitbekommen, was jetzt, wann, wer auftritt, wie und wo. Da gibt es eine Facebook-Seite. Was muss man da eingeben auf Facebook, damit man hinkommt? Ja genau, also man muss einfach auf die Facebook-Startseite gehen, auf Suchen und dann einfach 100.000 Bärs im Dorf. Und dann müsste es normalerweise schon die erste Seite sein, anklicken, gefällt mir vielleicht noch da lassen, es wird uns sehr freuen. Und ja, dann da sieht man dann schon die Veranstaltung, da kann man dann auch teilnehmen. Wunderbar. Und da sieht man die ganzen Infos, wann, wie was abläuft und... Ja, super. Also der 23. September, der sollte spätestens jetzt bei Ihnen eingetragen sein, dick und fett im Kalender. Wir sehen es auch nochmals hier, ganz, ganz schön. Das schaut aus, wie man da eben reinfährt in dieses Dörferl und dann warten richtige Superstars auf Sie. Die Kaiser, Akustikfeier, Oliver Heid, die Lexenburm, die jungen Lexenburm, die haben wir heute auch schon gesehen. Ja, die letzten Worte, die gehören ja, hier. Ja, wie gesagt, das ist ja, das heißt ja das Södingtal. Es ist ein wunderschönes Tal. Geistl ist am Ende des Tales. Es fängt schon an bei Stahlhofen. Wunderschöne Gemeinde auch. Dann kommt schon Södingberg. Und dann ist eben das Geistl mit der Kirche. Das wird eben genannt das Kleinheiligblut der Steiermark. Mhm. Weil eben, wenn man es von oben runter schaut, ausschaut wie am Großglockner das Kleinheiligblut. Ne? Das in Kärnten liegt. Genau, ja. Okay. Ja. Und wie gesagt, ja, mein Danke auch noch den Herrn Bürgermeister und die Gemeinde, dass sie uns unterstützen, die Freiwillige Feuerwehr und den Herrn Daniel Düsenflitz, ja, dass wir da sein dürfen. Gerne, gerne. Man unterstützt, wo vielleicht, man kann. Es soll ja so sein. Leider eine traurige Nachricht. Der Daniel ist zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, aber nächstes Jahr müssen wir uns... Schauen Sie, das ist ein Versprechen. Ja, nächstes Jahr müssen wir uns... Da komme ich auch dann mit meinen 100.000 PS. Also. Und unbedingt die Kaiser wieder. Eh klar. Unbedingt die Kaiser. Also, ja. Dann schauen wir, wie gesagt. Der Plan schon wieder fürs nächste Jahr. Da kann man ja gar nicht zur Ruhe kommen. Ich habe auch reingeschrieben ins Internet. Kann man nachlesen. Heute aufpassen bei der Sendung. Wir stellen morgen, spätestens übermorgen, eine Frage über die Sendung, was gesprochen wurde. Und die ersten, was richtig beantworten, gewinnen auch 2 Eintrittskarten mit einem Essen. Und ich mache jetzt was anderes. Pass auf. Das ist gut. Normalerweise stelle ich immer Gewinnerfragen, nur heute nicht. Jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir haben noch 2 Karten, die wir verlosen dürfen. Ja, die verlosen wir jetzt zum großen Abschluss. Meine Damen und Herren, Sie sehen gleich Nummern eingeblendet. Falls Sie kein treuer Volkstv-Zuseher sind, erst werden. Da gibt es Nummern. Diese wählen Sie bitte, wenn Sie aus Österreich sind, wo eben die rot-weiß-rote Flagge zu sehen ist. Ansonsten die deutsche Nummer oder die Schweizer Nummer. Wir haben Platz für alle. Egal, woher Sie kommen, wir bringen jeden unter. Und meine allerletzte Frage ist, es gibt... veranstaltet von euch dieses tolle Festl und nicht nur am Abend gibt es tolle Musik, sondern es gibt einen Weltrekordversuch. Meine Damen und Herren, es werden unfassbar viele starke Autos dort vorhanden sein und dann gilt es, eine Grenze zu überschreiten. Geht es A um 1 PS oder B um 100.000 PS. Wenn Sie das wissen, meine Damen und Herren, dann drücke ich Ihnen noch einmal die Daumen. Bitte, tun Sie mir einen Gefallen, rufen Sie an. Wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr. Schade, ich würde heuer so gern mit dabei sein, aber das Jahr hat nur 365 Tage. Das ist eben so. Aber ihr werdet das machen. Der Besuch wird vielleicht sogar noch besser sein als wie letztes Jahr. Geht das überhaupt? So war letztes Jahr schon voll, oder? Ja, die Halle war, Gott sei Dank. Die Halle für alle. Um 7:30 am Abend war schon. Also bitte früh genug kommen, ganz wichtig, ganz wichtig. Früh genug kommen, am besten schon Nachmittag vorbeischauen. Dann bei der Janine einen Besuch abstatten in der Diskothek und dann geht's so richtig los. Ich sage Dankeschön an euch, dass da wart's. Wunderbar, alles Gute für das Festl. Es wird noch eine ganz tolle Werbung bei uns im Volkstv-Programm geben. Also wir sind abgesichert, meine Herrschaften, super, meine Damen. Ganz was Kleines möchte ich bitte, gerne. Das Festl, also das Autotreffen, lautet unter dem Motto Tradition trifft Technik. Also, wenn du mit dem Ferrari kommst, ziehst du die Lederhosen an, dann passt es. Gut überlegt, gut überlegt. Tradition trifft Technik, meine Damen und Herren. Und das machen wir jetzt auch, oder? Wir treffen auch jetzt Tradition und Technik zusammen und gehen auf ein kleines Bier. Meine Damen und Herren, Daumen sind gedrückt. Wie viele PS werden gesucht und dann auch gefunden? Ist es 1 PS oder 100.000 PS? Wir sehen uns um 19.45 Uhr schon wieder live hier auf VolksTV in der Volksbox. Bis dahin machen Sie es gut und rufen Sie jetzt an. Wir spielen noch einen Titel, der Kaiser. Das passt gut zum Abschluss. Das kaiserliche Fest, 23. September. 2017. 2017 natürlich. Wiederschauen. Danke. Dankeschön.